Wow, einfach wow. Das dachte ich nach dem E3-Trailer zu Monster Hunter World. Weil ich ein Mega-Fan der Serie bin? Überhaupt nicht. Ich bin leider nie groß mit Monster Hunter in Berührung gekommen, schon gar nicht mehr als die Serie Sony-Konsolen verlassen hat und auf die Nintendo-Konsolen gewechselt ist. Irgendwie hat es mich nie genug angesprochen. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Weil ich die Serie immer mit Interesse beobachtet habe, die Charaktere und Monster mich sehr ansprechen und ich immer wieder die Ankündigungstrailer mit Interesse gesehen habe. Aber so richtig gepackt hat mich jetzt wieder Monster Hunter World für die PS4. Auf der Gamescom hatte ich jetzt die große Ehre, es bei Capcom anzocken zu dürfen. Das Interview dazu mit der super sympathischen Community Managerin von Capcom, Steffi Peach, haben wir bereits veröffentlicht. Schaut doch mal rein. Kommen wir einfach direkt zu dem, was wir anspielen durften. Wir sind in einem Camp gestartet und konnten entweder eine leichte oder schwere Monsterjagd-Quest starten. Wir sind natürlich erstmal mit der leichten gestartet. Danach konnte man im Zelt auswählen, welche Waffe man dafür nehmen will. Wir haben uns erstmal für zwei flinke Schwerter entschieden. Glühwürmchen weisen einem dann den Weg zu bestimmten Punkten, die man nach Spuren untersuchen kann. Nach und nach findet man dann relativ simpel zum Ziel. Die Welt wirkte lebendig und bis dahin hatte man schon Spaß, einfach nur weil man sich umschauen und staunen konnte. Das fette Dino-Krötenvieh, welches man dann erlegen musste, an alle Fans, es tut mir leid, dass ich den offiziellen Namen jetzt nicht weiß, war keine allzu große Herausforderung. Aber hier sah man direkt die größte Stärke des Spiels. Es ist grafisch insgesamt zwar kein Horizon, aber das macht gar nichts. Es wurden genau die richtigen Prioritäten gesetzt. Die Waffen und vor allen Dingen die Monster sehen nämlich einfach fantastisch aus. Solche großartigen Animationen hat man noch selten gesehen. Die Monster wirken dadurch einfach sehr lebendig und haben ein solch riesiges Repertoire an Animationen, dass man sie teilweise schlecht einschätzen kann. Sie wirken dadurch so unglaublich lebendig. Hatte man das Vieh dann erstmal schön auf den Rücken gelegt, konnte man angenehm die empfindliche Bauchseite angreifen. Schnell hatten wir den Gegner dann auch erledigt, konnten zurück ins Lager und die Quest abgeben. Das hört sich im Prinzip alles recht simpel an, wird mit Sicherheit aber zunehmend komplexer. Wir haben uns dann nämlich auch am schweren Gegner versucht und diesen nach einiger Zeit auch gefunden, aber der haut dann schon anders rein. Der riesige Dino hatte ordentliche Angriffe parat und wir haben zwar nicht verloren, mussten den Kampf dann aber aus Zeitgründen abbrechen. Uns wurde gesagt, dass er mindestens noch 20 Minuten dauern würde, wenn man ihn denn überhaupt erledigt. Ausdauer muss man bei den Kämpfen also mitbringen, aber genau das macht die Monster und die Kämpfe mit ihnen so spannend und einzigartig. Man schnetzelt sich nicht durch Massen an Gegnern, vielleicht mal durch ein paar kleinere Mobs, aber im Prinzip geht es um den epischen Kampf gegen einzigartige und sehr epische Monster. Während meines Kampfes ging auch meine Waffe kaputt und ich musste den Schleifstein ziehen. Auch Heiltränke gingen einige drauf. Zusätzlich hatte ich ein riesiges Arsenal an Items, die auf noch mehr Komplexität während und außerhalb der Kämpfe hinwiesen. Uns wurde gesagt, dass die Welt insgesamt richtig groß wird. Und die Frage ist natürlich, wenn es schon World heißt, ist es dann Multiplayer? Die Antwort ist jein. Man kann problemlos durch die Welt laufen und spielen und das ganz alleine. Jedoch hat man jederzeit die Möglichkeit, ein Leuchtfeuer zu entzünden, um sich Hilfe innerhalb der Community zu suchen, wenn ein Gegner mal zu stark ist. Das sehen dann die Spieler auf dem Server und können helfen. Eine sehr schöne Idee, wie wir finden. Ich bin gespannt, wie gut das dann am Ende alles funktionieren wird und wie viele dann direkt angerannt kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir bis zum Release irgendwann Anfang 2018 noch sehen werden und wie groß der Content wird. Eines ist aber klar, ich werde es zum Start spielen. Alleine das, was ich in der kleinen Demo schon anspielen durfte, hat bereits so extrem Spaß gemacht, wirkte extrem stimmig und fertig. Von daher können wir nur sagen, absoluter Daumen nach oben, das wird bestimmt was und Monster Hunter World war auf jeden Fall eines der großen Gamescom-Highlights 2017 für uns. Das soll es dann auch schon mit unseren Eindrücken gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken.